Snacks. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sind bei Nacht unterwegs. Wir sind aber noch in der Nähe vom Lager. Und diesmal werde ich mal mit euch durch die Gegend laufen, in der Dunkelheit. Ich muss übrigens auch mal schlafen. Ich glaube, das wäre mal von Vorteil. Ich glaube, ich will hoffen, dass ich das noch bis nach Hause schaffe. Wo ist unser Haus? Wo ist die Karte? Dahin. Wir müssen noch 1,5 Quadranten laufen. Ich hätte manche Spieler, werden die Leute, also werden die Spielcharakter ohnmächtig. Das möchte ich nicht, dass das hier passiert. Wir werden jetzt erstmal bei Nacht schlafen. Schade, ich wollte eigentlich ein bisschen durch die Nacht rennen. Oh, gut. Dann gehen wir jetzt mal eine Runde schlafen. Okay. Kann ich wieder aufstehen? So. So, ihr Lieben. Ich werde mal ganz kurz das machen. Da war doch, glaube ich, irgendwie Blaubeerenschale. Kochen mit R. Was ist denn die so? Ist das eine Blaubeerenschale? Was ist denn das? Was steht, wie ist denn der Name davon? Zutaten kochen. Mal gucken. Ist das das vielleicht? Nee, es ist nicht gewesen. Ich habe keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Aber ihr wisst ja noch, in der letzten Folge haben wir das Stückchen hier, den See und das Lager der Überlebenden freigeschaltet. Dabei haben wir auch noch den halben Wald und den ganzen Wald freigeschaltet. Da waren wir übrigens noch nicht drin gewesen. Mein Ziel ist es, noch so ein bisschen hier weiter am Fluss oder am Wasser rumzuhantieren. Ich würde aber jetzt gerne erstmal Richtung Wald laufen. Wir laufen Richtung Wald. Und dann gucken wir mal, was wir so dann machen können, tun. Hier sind wir, glaube ich, im Wald, ne? Okay, hier haben wir Pilze, sehe ich gerade. Steinpilze. Cool. Ich fummel mal ein bisschen an den Bäumen herum. Feder, ist immer gut. Passt. Okay, ich hau den Baum mal um. Dass das die Menschheit so macht. Natur kaputt. Bis auf Pilze gab es hier nichts Neues, ne? Kann man hier irgendwo die Rezepte sehen, wie man so eine Blaubeerenschale macht? Okay, wir bauen noch mal das hier. Das hatte ich ja gesagt gehabt. Also ich könnte jetzt hier setzen, aber ich mache da mal sowas und mache daraus einen See. Da müssen wir eigentlich übrigens auch mal hin, in Richtung Wassergebiet. Ich mache aber ganz kurz hier nochmal den Wald so ein bisschen unsicher, indem ich noch gucke, wo ich noch ein paar Pilze herbekomme. Kriege ich noch Pilze irgendwo her? Da. Die würde ich gerne noch mitnehmen. Wer weiß. Wie ist das so bei euch? Ich bin ein totaler Pilzfan. Aber wirklich totaler Pilzfanatiker. Ich liebe Pilze. Erst recht, wenn das gut in der guten Soße ist. Aber auch so. Ich kann Pilze überall drauf essen. Ich esse ganz gerne Pilze auf Pizza. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ich habe doch irgendwo Kristalle gesehen. Da, es ist noch Kristall. Oder ist das Eisen? Gucken wir uns jetzt mal an. Werkzeug zu schwach. Okay. Wasser schöpfen. Angeln mit R. Habe ich aber keine Angel.
Hatte ich nicht irgendwo Ressourcen? Hatte ich nicht. Ach, hier. Metallschrott. Hatte ich nicht irgendwo eine Flasche? Was ist das? Verschmutztes Wasser. Wasser. Okay. Wir machen mal ganz kurz den Fortschritt nochmal weiter, damit ich das nächste Stück freispielen kann. Ihr wisst ja, wir haben jetzt endlich rausgefunden, ich habe immer gedacht, es wäre so random, dass wir unsere Mission random bekommen. Wir können unser Missionsziel selber setzen, wie wir das gerne wollen. Das ist cool. Also nicht setzen in der Hinsicht, wie schwer es ist, sondern wo es steht. Wenn ich jetzt den Stein kaputt habe, dann sage ich euch ganz kurz. Also auf der Karte. Das ist das erste Missionsziel gewesen, das Lager der Überlebenden. Das haben wir ja selber gesetzt. Als Bauteil unserer Karte. Finde ich gut. So, wir drücken mal wieder C. Nehmen das hier. Ach so. Ich kann hier in der Mitte gar nicht setzen, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich wollte hier... Ach, das ist doof. Wir werden doch bestimmt ein Wassergebiet bekommen. Hoffe ich doch mal. Wir arbeiten uns ein bisschen durch die Ressourcen durch. Feuerstein war es. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Zeugs? Ich will gerne noch ein paar Bienen hier. Ist gut, Bienen sind immer gut. Cool. Wie gefällt euch überhaupt das Spiel? Habt ihr schon was in die Kommentare mal geschrieben? Und wie gefällt euch die Idee? Habt ihr das Spiel selber? Spielt das? Habt ihr das schon mal gespielt? Es gab ja mal die Demo dazu. Weltkarte. Jetzt hat sich das ja erledigt, weil ich kann das Wassergebiet gerade nicht machen. Kann man eigentlich irgendwie schneller reisen? Das wäre eine coole Angelegenheit. So klick und zack, los auf die andere. Ne? Also, ich wollte sagen, wir haben doch noch ein Kartenstück frei bekommen. Stimmt, ich wollte aber erstmal was freispielen oder frei geografieren oder wie das genau heißt. Wir werden uns das mal genau angucken, wie das genau heißt. Ich dachte, dass das Gras nicht grün wird. Wie heißt das denn? Kartografiertisch. Das ist der See. Prairie, See. Ich kann da beides freischalten. Aha. Aber ich werde jetzt erstmal das, ganz ehrlich, das hier setzen. Schick. Ich kann schlafen. Ich gehe mal schlafen. Dann ist wenigstens nächsten Tag wieder hell, glaube ich. Und ich habe Hunger. Ich habe immer noch nicht den... Wie, kann man hier irgendwie mal gucken, wie man das baut? Oder Dinge sind... egal. Dafür brauche ich Baumwolle. Habe ich nicht. Aber den Bognertisch, da war doch irgendwas, oder? Bogensehne. Wo kann ich denn die verdammte Bogensehne craften? Ja, eine Bärenfalle, ist ja cool. Zinnbarren. Okay. Weil die Sehne
Wäre ja auch ganz gut zum Angeln, ne? Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht näher. Oder hier? Ich glaube, wir brauchen wirklich auch Baumwolle. Hier kann man nichts machen, oder? Was war das hier? Keine Ahnung, ob das wichtig ist. Wir machen es einfach mal. Habe ich das eigentlich schon gecraftet? Weiß ich nicht mehr. Das war das Bett. Kiste mache ich jetzt auch einfach mal, nur weil ich es kann. Okay. So, ich gehe mal kurz mal rein und setzen Sie ganz kurz die Sachen, die wir gerade gebaut haben. Also erstmal werden wir hier. Na. Hier. Nee. Hier. Davon haben wir schon mal eine Pflanze gemacht. Okay, sieht ein bisschen schicker aus. Dann würde ich gerne die Kiste stellen. Die wäre jetzt ganz kurz vorm Bett. Macht man das ja meistens so fürs Bett. Hier vielleicht. Eigentlich kommt da ja der Nachttischschrank hin, ne? Und aber noch was? Noch irgendwas gecraftet? Ich das. Ja, also so Sachen, die man. Okay. Gut. Ich müsste noch was essen. Durst, Hunger, es geht die ganze Zeit immer runter. Ich hab noch neue Rezepte jetzt erlernt. Ich müsste doch jetzt mit irgendwas mit den Pilzen machen können. Kochen mit R. Man kriegt hier mehrere Sachen auf einmal, ne? Bringt nix. Was ist das hier? Das bringt nichts. Ungenießbar. Das bringt ja, die Pilze bringen mir auch nicht viel. Sie hat auch keinen Namen, ne? Durst und Hunger ganz wenig zurück. Hunger kriege ich immer wenig zurück. Hunger kriege ich echt wenig zurück. Ich kann ein bisschen meine Beeren noch kauen. So, jetzt habe ich die Beeren wieder essen und sonst was wieder voll. Okay. Ja gut, dann lassen wir es erstmal so, wie es ist. Jetzt ist gerade nochmal die Überlebung. Ich muss noch. Das muss ich machen. Also ich muss die Ebene frei machen. Dann mache ich Folgendes. Ich hau jetzt ein bisschen hier herum. Dann brauche ich nicht weit weg von meiner Base. Ich könnte gleich nochmal zum See rennen. Ich gehe mir noch ein paar Federn raus. Ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht an den Ästen rumfummeln muss. Ich glaube, man kriegt automatisch auch Äste, oder? So, jetzt gucke ich mal, wo kann ich die Prärie hinsetzen? Hier unten würde ich gerne das Waldgebiet lassen. Dann würde ich hier anfangen mit der Prärie. Vielleicht hier? Oder hier? Ist zu weit weg, finde ich. Hier? Hier finde ich besser. Da muss ich nicht so weit laufen von meiner Base. Aber ich glaube, ich drehe das andersrum. So. Oder? Wir machen so.
Okay, neues Teil ist, neues Gebiet ist frei gedingst. Ich werde jetzt ganz kurz noch mal gucken, was es gibt. Wir müssen ja sowieso jetzt gleich. Oh, mal hier. Was ist das? Sehr interessant, sehr interessant, sehr interessant. Ich mache direkt den nächsten Schritt dafür. Was haltet ihr davon? Damit ich wieder direkt ein neues Gebiet erschließen kann. Jetzt müsste ich eigentlich ein neues Gebiet bekommen, ja. So, jetzt gehen wir kurz mal hier rein und gucken ganz kurz, was wir Neues erlernt haben. Okay, hier ist nämlich das neue Gebiet. Hier verlorene Vorräte, perfekt. Was haben wir hier? Prärie. Was haben wir hier? Und Ebene und Prärie. Ah, okay. Das ist Hälfte, Hälfte. Ah, es ist cool gemacht, coole Bauteile. Gefällt mir. Oh, es wird gerade Nacht, aber ich kann ja ganz kurz mal auf C drücken. Ich könnte das hier hinsetzen, dann habe ich da einfach schon mal direkt das Questgebiet hier bei mir. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass wir uns hier schon was verbauen, was wir eigentlich nicht verbauen sollten, tun müssen, sollten, machen und so. Trotzdem werde ich es hier hinsetzen. So, wir gehen mal Richtung Gebiet. Wir waren noch nicht am See gewesen, also wirklich am See. Wir waren ja nur am Anfang des Stückes. Vielleicht können wir ja mit dem Boot vielleicht irgendwas bauen. Oh, hier ist ein Bienennest. Hier sind ganz viele Bienennester. Es tut mir so leid. Gucken, wie ich das mit dem bereite ein Blau. Ich weiß es echt nicht. Cool, neues Gebiet. Aber wir gehen in die Prärie rein. Oh, jetzt wird es Nacht. Pass auf. Kann ich was bauen? Nicht. Minze? Sehr schön. Hanfpflanze. Oh, cool. Da können wir ja Wraps machen, heißt das, glaube ich, ne? Wraps. Und dann können wir da durch. Oh, es gibt hier richtig viel Zeugs. Dann könnten wir Seile erstellen mit Hanf. Und wir können uns eine schöne rauchen. Das können wir ja auch machen. Totes Pferd? Wo? Liegt ein totes Pferd? Ach da. Das arme Ding muss gestorben sein, als der Wagen umkippt. Als der Wagen umkippte. Aber wer oder was hat ihn in den Kopf abgerissen? Ja. Mehr nicht. Ich kann, hier ist eine Kiste. Ich kann sogar den Schlüssel noch nutzen. Jetzt ehrlich? Ich habe jetzt gerade einen Schlüssel, eine Kiste aufgemacht, wo ein Schlüssel drin war. Huch. Was stand da gerade für ein Text? Das habe ich nicht gesehen. Das sind die Vorräte, die Überlebenden verloren haben. Ich sollte zu ihnen zurückkehren. Es wird schon mal so schnell hell, finde ich voll interessant. So boing. Ah, hier ist. Das ist doch Baumwolle. Wie kann ich das denn abarbeiten? Kriege ich dafür eine neue. Och Mann. Ich brauche Baumwolle. Da kriege ich doch bestimmt nachher irgendwie sowas wie so ein. Ein Flug oder sowas. Eine Sense.
Eine Sense oder eine Sichel? Ist eine Pflanze. Noch mehr Gebiete. Hier ist noch eine Kiste. Taschenuhr. War nichts Besonderes drin. Ich nehme das mal mit, weil wir müssen ja Seile erstellen. Vielleicht können wir da was Interessantes machen. Wir hatten bisher jetzt übrigens noch keine Gefahren. Bis auf am Anfang dieser kleine Zombolzen. War das eine Möhre? Oh ja, wilde Möhre. Tolles Pferd. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas anderes gucken? Nee, kann man nicht. Wartet mal ganz kurz. Wenn wir schon mal dabei sind. Dann baue ich das direkt nebenan. Vielleicht kriegt man ja andere Ressourcen aus dem Stein. Aber der wäre bestimmt farbig anders gekennzeichnet oder sowas. Oh, jetzt ist er wirklich voll, der Rucksack. Oh, das wusste ich nicht, dass man jetzt wirklich auch mal voll bekommt. Kann ich das auch nicht mehr mitnehmen? Okay, das kriegen wir noch mit. Dann gehen wir mal ganz kurz zu uns nach Hause zurück. Cool, dann haben wir erstmal die Prärie freigeschaltet. Wir haben die kleine Mission geschafft. Das mache ich noch mit. Da kenne ich nichts. Mir läuft so komisch. Die läuft echt sehr eigenartig. So. Hier. Ah, weil ich den Hanf gefunden habe. Das stimmt. Es gibt nur wenige Dinge, die nützlicher sind als ein Stück Seil. Das stimmt. Das hätte Samwise Gamgee über Herr der Ringe auch nicht besser sagen können. Aha, aha, aha. Huch, wo habe ich denn die Baumwolle her? Egal, ich hab sie. Sehr interessant. Kann ich von hier aus craften? Shit. So, schnell wieder zurück, nicht, dass das alles verloren geht. Was war das denn? Das Stoff, oh Gott. Hatte ich nicht gerade eben noch ein Seil gemacht? Wieso kann ich das dann nicht machen? Hier steht Seil. Bruckner Seil, das ist, glaube ich, was anderes, oder? Bogensehne ist das, okay. Wie mache ich denn die Bogensehne? Ah, aber erstmal gucken hier Axt. Ich brauche dann für eine Axt. Ach, ich laufe noch damit rum. Es gab schon bessere Sachen. Und wann habe ich die denn? Hier hätte ich immer schon machen können, oder wie? Oder die sind erst mit dem Bienenzeugs gekommen, oder? Egal. Also, erstmal werde ich, als erstes werde ich mir ganz sicher eine Angel bauen. Okay.
Dann werde ich mir mal eine Axt bauen, eine richtige. Ich laufe echt noch mit dem Schrott rum? Ja. Oh mein Gott. Geweih, ah. Geweih. Also wir müssen nachher wirklich jagen gehen. Hier brauche ich Knochen. Davon habe ich nur einen. Ich hätte mal mehr gehabt. Ich weiß gar nicht, wo ich die alle genutzt habe. Nee, den brauche ich noch. Ups, nein. Wie kann ich das nochmal machen? Vier. Ich würde das echt gerne auf die 4 setzen, und weil ich kann die Karte ja immer noch mit M öffnen, glaube ich, soweit ich weiß, ne? Ja. Okay. Bin ich ein bisschen erschöpft? Kann ich schlafen? Nö. Ich müsste was trinken. Es ist schon dunkel. Aber Beeren kann man ja noch ganz viele essen. Das ist schon mal gut. Alles gut. Man kann ja echt mit den Beeren gut auskommen. So. Ihr Lieben, wir haben die verlorene Vorräte gefunden. Die müssen wir aber jetzt noch abgeben. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben eine Angel erstellt, wir haben neue Ressourcen gefunden. Wir könnten jetzt eigentlich einen schönen Joint drehen, weil wir haben ja Hanf hier und uns das Leben hier auf dem Pelz brutzeln lassen. Aber nein, wir müssen die Welt retten. Ich sage dann tschüss, bis zur nächsten Folge. Nicht vergessen, Däumchen hoch, schreibt mal was in die Kommentare. Bis dann.